So wie der Januar läuft, so wird das ganze Jahr. Naja, das wäre dann ja für dieses Jahr eigentlich gar kein so gutes Omen, obwohl die meisten Investmentstrategen ja für dieses Jahr recht bullisch sind. Und damit begrüße ich wie jeden Monat Stefan Breintner, Leiter Research bei DJE. Stefan, ich grüße dich. Hallo Markus, grüß dich. Wir hatten eine Wahnsinns-Euphorie Ende letzten Jahres. Viele haben sich gewünscht, dass die Euphorie Stück weit auch ein bisschen nachlässt. Jetzt haben wir den Salat. Der Januar startet relativ verhalten. Wenn du dir die Entwicklung anschaust, was sagt dir das für dieses Jahr? Ja, viele sagen ja so, wie du es gerade gesagt hast, die ersten 5 Tage schwach, dann der ganze Januar, dann das ganze Jahr schwach. Ich habe mir das auch mal so die letzten 30, 40 Jahre angeschaut. Also es gab Phasen, da war das so, aber oftmals sind wir auch noch positiv rausgekommen. Und vor allem in Wahljahren haben wir positiv abgeschlossen, auch wenn der Januar schwach war. Und wir haben ja dieses Jahr ein sehr, sehr großes Wahljahr. Also von dem Blickwinkel her, glaube ich, müssen wir jetzt nicht zu viel Angst haben. Ja. Man sagt ja historisch betrachtet, wenn man sich die Wahljahre anschaut, dass das erste Quartal Gegenwind hat. Das wurde dritte, vierte Quartal, ist dann eher wieder mit ein bisschen mehr Rückenwind und insgesamt sind Wahljahre gute Jahre. Ist denn das, was wir aktuell erleben an der Wall Street und auch an den Weltbörsen, nichts anderes als ein bisschen Euphorie ablassen und wir bleiben in diesem insgesamt bullischen Trend? Oder gibt es Punkte, wo du sagst, Mensch, also das sind die Faktoren, die für ein bisschen mehr Vorsicht sprechen? Ich meine, wir haben wahrscheinlich im November und im Dezember einfach zu viel vorweggenommen. Ja, ich meine, das war ja zwei Wahnsinnsmonate insgesamt. Die Euphorie ist auch durch die Decke gegangen. Jetzt baut sich die Euphorie etwas ab. Also markttechnisch hatten wir eher eine schwierige Situation jetzt zu Jahresanfang. Ich würde sagen, das Ganze kann schon noch gut ausgehen. Nur da dürfen halt die Gewinne insbesondere im zweiten Halbjahr nicht zu stark nachgeben, beziehungsweise müssen sich natürlich verbessern. Schaut man sich die Umfragen an der Wall Street an, rechnen die meisten in diesem Jahr mit einer weichen Landung, also mit einem Happy End. Das müsste doch eigentlich auch für die Gewinnerwartungen der Unternehmen sprechen. Wenn das so kommt, würde ich das auch so sehen. Wir haben ja auch die Situation, dass wir werden wahrscheinlich mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit Zinssenkungen in diesem Jahr sehen. Die Frage ist, wann kommt die erste und wie viele kommen? Blick in die Statistik und in die Vergangenheit zeigt uns, dass ab der Phase, wo die Zinssenkungen begannen, 12 Monate später standen wir höher, wenn keine Rezession kam. Kam doch eine Rezession, dann sind wir halt zwischendurch auch mal immer auf Basis des S&P um bis zu 20% abgetaucht. Na, man merkt das schon bei deiner Formulierung, wenn das so kommt. Ja? Seid ihr denn skeptisch? Seid ihr eher im Lager derjenigen, die sagen, naja, die Wirtschaft könnte auch stärker abkühlen, als der Markt, als die Konsensusmeinung denkt? Das Problem ist, ich glaube, die Wirtschaft und die meisten Unternehmen, also zunächst mal müsste man es wahrscheinlich unterteilen. Man sieht ja einige Weltwirtschaftsräume, die entwickeln sich recht gut. Mexiko, Japan, Beispiele, wo es ja momentan richtig brummt. Deutschland, wo es alles andere als brummt. USA hält sich noch relativ gut, alles meiner Meinung nach. Also das müsste man, glaube ich, ein bisschen differenzieren. Aber wenn du mit den meisten Unternehmen so sprichst, insbesondere die, die etwas stärker an der Konjunktur hängen, dann kriegst du schnell als Erkenntnis, die fahren alle auf Sicht. Ja. Also die wissen auch nicht, was da kommt. Da ist die große Hoffnung aufs zweite Halbjahr da. Wenn ich mir so die großen indexbestimmenden Unternehmen anschaue, dann werden wir wahrscheinlich bei denen auch in diesem Jahr wieder Wachstum sehen, sowohl auf der Topline, auch stark getrieben durch das KI-Thema, als auch auf der Bottomline. Das können sie selbst steuern, indem sie wieder mehr Aktien zurückkaufen, um einziehen. Also wenn ich diese dominierenden Player sehe, um die mache ich mir, dass sie jetzt nicht mehr wachsen oder keine Gewinnsteigerung haben, keine Sorge. Da ist eher die Frage, ob sie die Markterwartungen erfüllen. Ja, du sprichst die Magnificent Seven an, das sind die 7 großen dominierenden Tech-Werte auch an der Wall Street, die übrigens kombiniert vom Börsenwert jetzt einen höheren Marktwert haben als die gesamte kanadische Börse und jede andere Börse in dieser Welt mit Ausnahme der Wall Street. Also die Musik spielt auch weiterhin dort. Mich würde mal interessieren, Stefan, was ist denn für die Börse ausschlaggebender? Die Frage, ob wir eine weiche Landung sehen oder die Frage, ob vielleicht die Hoffnung auf aggressive Zinssenkungen übers Ziel hinausgeschossen sind. Bonds, Anleihenrenditen oder Wirtschaft? Was glaubst du, ist für den Aktienmarkt relevanter?
Ich glaube dann doch fast die Wirtschaft, Markus, ja, weil ich glaube, wir sind uns ja doch alle einig, dass das Thema Inflation, da haben wir den Höhepunkt gesehen. Wir werden hier keine weiteren Zinssteigerungen mehr sehen. Wir werden fallende Zinsen bekommen. Hier ist halt eher die Frage, wann geht's los und wie viele Schritte kommen. Aber ich denke, die Richtung, der Trend hier in diesem und wahrscheinlich auch im nächsten Jahr ist klar. Ich glaube, es ist einfach wichtiger und die Marktupside, die stehe ich dann eher, was machen die Gewinne? Ja? Können die sich im zweiten Halbjahr erholen? Kommen wir auf diese 11% Gewinnwachstum für den S&P 500, den der Markt dieses Jahr und nächstes Jahr sind wir schon bei 13% erwartet? Also die Gewinne, die müssen hier nachziehen. Wir sind ja auch mal bei den Multiples jetzt nicht in der Situation, wo die deeply depressed sind, sondern die sind ja auch nur rechtfertigbar, wenn die Gewinne mitlaufen. Wir sehen jetzt insbesondere auch in den USA, bei uns ist ein bisschen mehr Flexibilität vorhanden, auch was jetzt die Arbeitsmarktregulatorik betrifft, also wie man mit Mitarbeitern letztendlich gesehen umgehen kann. Die Unternehmen in den USA sehen vereinzelt weniger Topline-Wachstum, also weniger Inflation bedeutet ja oft auch weniger Wachstum. Aber die Unternehmen haben die Möglichkeit, auf die Kostenbremse zu treten. Und wir sehen das vereinzelt jetzt auch schon bei zahlreichen Unternehmen. Besteht denn die Chance, dass angenommen, wir kriegen jetzt mal ein, zwei Quartale von kaum oder gar kein Wachstum, dass die Unternehmen das ausgleichen können durch Einsparungen und letztendlich gesehen wird die Wall Street dadurch zufriedengestellt? Die US-Unternehmen, ja. Also ich denke, das Potenzial, schnell Sparmaßnahmen zu zeigen, indem einfach entweder Leute ausgestellt oder einfach Projekte nicht gemacht werden, also operative Kosten reduziert, da ist natürlich ein gewisser Hebel in den USA da. Wir mögen auch Unternehmen, wo man sieht, hey, hier oder hier ist noch ein gewisses Kostensenkungspotenzial da, auch wenn sie nicht so stark wachsen, dann werden sie bei der Marge dafür positiv überraschen und freie Cashflow fällt dann oft besser aus. Zwei Dinge, die die Börse eigentlich gerne mag und da darf dann auch mal die Topline verfehlt werden. In Europa ist es natürlich stellenweise viel schwieriger. Ja, ich meine, da kann ich dann alles adjusten, ja, und irgendwas. Die ersten Restrukturierungskosten beziehungsweise die Abfindungen, die ich zahlen muss, rausrechnen. Und es dauert auch viel, viel länger, bis man solche Maßnahmen umsetzt. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass das kommt. Und das ist natürlich ein Punkt, wo die Unternehmen dann überraschen können. Stockpicking, denke ich, wird wichtiger sein in dem Jahr. Wenn wir uns jetzt den Aufstieg der künstlichen Intelligenz anschauen, und das sehen wir ja in den USA gerade auch bei der Dominanz im Big Tech-Sektor, wenn du dir das als Asset Manager, als Fondsmanager mal global anschaust, das Potenzial von KI, China, Europa, die Vereinigten Staaten, wie würdest du das Potenzial und die Chancen in diesen Regionen einordnen, vor allen Dingen auch mal die Unterschiede? Ja, Stand heute muss man ja sagen, es ist ein US-Thema, ja, bei den Firmen, die den Markt dominieren. Also die Amerikaner sind meiner Meinung nach die großen Namen, die sind da schon enteilt. Ich meine, Microsoft ist bei uns auch eine Top-10-Position, deswegen kann ich das jetzt auch hier ruhig erwähnen. Aber ich meine, wenn das stimmt, wie die ja selber sagen, dass wenn sich nur 10% aller Microsoft Office-Kunden jetzt für den Office-Chatbot, also den Office-Helper, quasi den kleinen Chatbot, der dann in Excel, PowerPoint und Co. mitläuft, entscheiden und die monatliche Mehr-Abo-Prämie bezahlen, dann sind fast die gesamten bisherigen KI-Investitionen schon wieder herin. Das zeigt mal, was die da für ein Potenzial haben. Und ich persönlich glaube halt auch, wenn man nach vorne schaut und man sieht, welche Milliardenbeträge die großen Player da planen zu investieren. Naja, da kann nicht jeder mithalten. Und ich habe auch irrsinnige Tabellen gesehen, Markus, jetzt aus den USA, ja, was von OpenAI über Microsoft, über Tesla, wie sie alle heißen, was die für KI-Ingenieure bezahlen. Ja, also da werden, wenn irgendjemand da Erfahrung hat, da werden gleich Jahresgehälter von 800.000 bis über 1 Million aufgerufen. So muss man davon ausgehen, dass die Großen jetzt auch die besten Talente zu einem Teil mit anziehen werden. Also ich denke, dass KI-Rennen, da ist momentan sind die USA ganz klar führend. In China gibt es sicher auch richtige Tendenzen. Hier muss man halt höllisch aufpassen, was da mit der Regulierung passiert. Also und da kann über Nacht wieder irgendwas kommen, dass auf irgendeiner Plattform mal was gemacht wurde, was der Regierung nicht ganz so passt. Und dann ist das Unternehmen gleich an den Pranger gestellt. China ist sowieso schwierig momentan mit den Aktien.
Und die Europäer, die hinken da ziemlich hinterher. Die reden ja jetzt da eher über Regulierung und nicht über Innovation. Das heißt also, Europa bremst sich aus durch Regulatorik. China hat das Problem, dass AI auch eine Bedrohung für die amtierende Regierung sein kann. Und in den USA herrscht in dem Sektor eigentlich der Wilde Westen. Und jeder macht das, was besonders wettbewerbsfähig macht gegenüber den anderen Unternehmen. Schauen wir uns noch mal außerhalb des Tech-Sektors um. Ich will ganz kurz beim Thema China mal bleiben. Wir sehen eine Bewertungslücke zwischen China-Tech und amerikanischen Tech-Werten, die historisches Ausmaß angenommen haben. China-Tech ist eigentlich auf Papier so günstig wie seit Jahren nicht mehr. Die Wahlen in Taiwan sind jetzt auch durch. Bekommt man da als Asset Manager so ein bisschen Lust auf China oder sagt man, naja, das kannst du dir eigentlich nicht leisten, denn wenn es in die Hose geht, wie kann ich das meinen Anlegern eigentlich erklären? Ein Value-Investor, der da auf die Bewertung schaut, ja, der würde ja eigentlich, wenn er nur die Bewertung als Maßstab nimmt, muss er ja blind kaufen. Auf solche Multiples sind wir da inzwischen gefallen. Die Regulatorik und was stellenweise im Land passiert, man muss ehrlich sein, das kann man ja kaum mehr einschätzen. Also man kann über Nacht mit irgendwelchen Informationen oder irgendeiner neuen regulatorischen Maßnahme dann am nächsten Tag geweckt werden. Niemand steckt da drin, niemand kann das wissen. Also ich bleibe bei meiner Aussage. Ich glaube eigentlich schon, dass das auch wieder ein bisschen auf die Beine kommt. Aber aus Risikogesichtspunkten kann man das mit ein paar Aktien höchstens in sehr kleinem Umfang beimischen, hier stärker reinzugehen und da mehr auf eine Kante, also wirklich da ins Risiko zu gehen. Das würde ich mich nicht trauen. Wir haben kleine Beimischungen immer noch, aber wirklich nicht viel. Ist schade, ja, weil ich meine, das sind ja auch wirklich tolle Unternehmen, ja, viele von denen verdienen ja auch gutes Geld. Die Bewertung ist super niedrig, das Sentiment ist super negativ, also hast du eigentlich aus fundamental und markttechnischer Sicht beides auf grün, aber es gibt halt Unwägbarkeiten, die niemand beurteilen kann. Lass uns zum Schluss nochmal zwei Themen aufgreifen, einmal die Geldpolitik und zum Schluss dann auch den Präsidentschaftszyklus, den wir ja in diesem Jahr auch haben an der Börse, aber lass uns anfangen mit dem Thema der Geldpolitik. Bei der Wirtschaft sagst du, wenn ich dich richtig verstanden habe, okay, warten wir mal ab, wie es kommt. Das kann gut gehen, aber es muss nicht gut gehen. Was Geldpolitik betrifft, hast du aber eine sehr klare Meinung, auch schon bei dem letzten Monatsgespräch. Du glaubst, der Markt preist Zinssenkungen zu aggressiv ein. Hat sich da deine Meinung geändert und was bedeutet das denn, wenn die EZB und die Fed hier langsamer vorgehen, als der Markt mittlerweile eingepreist hat? Also ich denke, die EZB hat ja auch jüngst gerade wieder bekräftigt, es ist noch zu früh für Zinssenkungen. Wenn ich mir aber die Frühindikatoren für die Eurozone anschaue, wenn ich mir die Situation hier in Deutschland, ja, die kriege ich ja live jeden Tag mit, plus wenn man sich die Situation in manchen zinssensitiven Sektoren hier anschaut, Thema Immobilien, dann denke ich, muss die EZB eigentlich eher was machen als die amerikanische Fed. Also rein aus dem konjunkturellen Blickwinkel und auch, wie man sieht, wenn man sich es ein bisschen kurzfristiger anschaut, wie stark die Inflation zurückkommt, müsste die EZB eigentlich mehr machen als die Fed. In den USA, ich meine, jetzt hatten wir letztes Jahr ein sehr, sehr gutes Aktienjahr. In vielen Regionen steigen die Immobilienpreise auch schon wieder. Ich denke, das Sentiment ist da auch besser als in Europa. Also ich denke, die US-Wirtschaft hält sich schon noch einigermaßen robust. Und wenn sie sich robust hält, auch wenn die Inflation zurückkommt, ich sehe nach wie vor die Kerninflation noch nicht bei 2%, sondern eher bei 3%, dann bleibe ich bei der Meinung, dass 5 bis 6 Zinsschritte doch etwas viel ist und bleibe weiterhin, dass es nicht 6 geben wird, sondern weniger. Nichtsdestotrotz ist der Trend dann trotzdem bei den Zinsen eher nach unten. Finanzministerin Janet Yellen sagt ja jetzt schon, dass das, was wir erleben, eine weiche Landung sei. Die Reallöhne ziehen an, weil die Inflation mittlerweile auch zurückläuft. Also das füttert so ein bisschen in deine These rein, dass die Karten für die US-Wirtschaft doch in diesem Jahr eigentlich ganz gut stehen. Einhergehend auch mit der Tatsache, dass die USA Fiskalausgaben haben ohne Ende. Also die Defizitpolitik wird ja im Wahljahr wahrscheinlich auch auf Kurs bleiben, oder? Also ich glaube, da wären wir dieselben, waren wir 7,5%, ja.
Sowas werden wir auch in diesem Jahr sehen, meiner Meinung nach. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass sie jetzt die Defizitpolitik zurückschrauben. Ja, also ich habe auch, wenn so Thema Investitionen und Investitionsplanung von Unternehmen, die von diesen Maßnahmen stärker profitieren, nichts gehört. Also halte ich für unwahrscheinlich, dass die Defizite in diesem Jahr reduziert werden. Last but not least, wir haben schon so ein bisschen angestreift, das Präsidentschaftswahljahr. Man muss ja sagen, wenn man nach Deutschland schaut und auch hier in die Vereinigten Staaten, dann kriegt man so ein bisschen Gänsehaut bei dem, was politisch noch auf uns zukommen wird. Der Wahlkampf in den USA gestaltet sich jetzt schon ausgesprochen spannend. Die Chance besteht, dass Donald Trump erneut Präsident in den Vereinigten Staaten wird. Wenn du dir das Ganze mal historisch betrachtet anschaust, was bedeutet denn der Präsidentschaftszyklus? Was bedeutet das Präsidentschaftswahljahr für die Wall Street und für die Aktienmärkte? Historisch meistens ein gutes Jahr. Ja, und dann könnten jetzt, sage ich mal, so die meisten Prognosen der großen US-Investmentbanken auch recht bekommen, dass wir so 7 bis 10% beim amerikanischen S&P 500 sehen im Jahresvergleich. Das gibt auch das her, wenn man sich einfach die Präsidentschaftswahljahre und die Performance in der Historie genauer anschaut. Was bedeutet das? Nun ja, in den USA wahrscheinlich noch mal weniger Regulatorik, vielleicht noch mal ein Steuergeschenk. Also für die US-Unternehmen durchaus unter Umständen noch mal mehr Rückenwind beim Thema Nettogewinnmargenausweitung. Für Europa, ich kenne Herrn Trump natürlich nicht, ja, aber wenn man so viele Äußerungen nimmt, dann natürlich in vielerlei Hinsicht nichts Gutes, ja. Thema Wettbewerb, Freihandelsabkommen, aber auch die ganze geopolitische Situation, ja. Weniger US-Militärunterstützung für Europa. Also insgesamt eine Phase von mehr Unsicherheit für Europa. Ja gut, die Präsidentschaftswahlen in diesem Jahr werden ohnehin spannend. Wird Biden, ich meine, wenn man sich die Wahlumfragen anschaut, hat Biden ja nun in der Tat auch wirklich schlechte Karten. Es wird ein spannendes Wahljahr werden. Letzte Frage, Stefan, mit dem Blick nach vorne. Worauf achtet ihr jetzt, wenn ihr euch positioniert mit dem Blick nach vorne? Das Jahr ist noch jung. Wir sind jetzt, letztes Jahr sind wir nicht so toll gestartet in der Rallye. Da waren wir zu vorsichtig. Dieses Jahr sind wir jetzt eigentlich ganz gut gestartet. Wir fokussieren uns vor allem auf so ein paar Sonderthemen. Wir mögen beispielsweise Versicherungssektor. Wir glauben, im Pharmasektor gibt es Chancen. Wir glauben, dass generell, was du vorher auch angesprochen hast, das ein oder andere Unternehmen, das meistens stabil, wenig konjunkturabhängig ist und Kostensenkungspotenzial hat, also hier mehr Stockpicking. Wir bleiben auch konstruktiv mittelfristig bei den Anleihen. Wir sind hier hauptsächlich in den mittleren Laufzeiten derzeit. Also das ist das, wo wir uns positionieren und wie wir diesen, ja, wenn man ehrlich ist, man hat halt momentan nicht so viel Visibilität, aber wir denken, dass wir das eben mit Themen, wo wir halt einfach Firmen mit tollen Geschäftsmodellen, wo wir wissen, das hängt jetzt nicht so stark an der Konjunktur, da hängt ein Sondertrend dahinter, dass wir das so gut meistern können. Das ist unsere Strategie derzeit. Stefan, dann sage ich an der Stelle mal vielen herzlichen Dank. Erstes Gespräch des Jahres 2024. Ja, ich freue mich auf den nächsten. Mach's gut.